Helsinki 1952. Ein Mann wird von seinen Gefühlen überwältigt. Er weint vor dem finnischen Publikum. Aber es sind Tränen der Freude. Zum ersten Mal bei den Olympischen Spielen erklingt die Nationalhymne seines winzigen Heimatlandes. Und man spielt sie für ihn. Dieser 1500-Meter-Lauf brachte die besten Läufer jener Epoche zusammen. Unter ihnen der Deutsche Werner Luke und der Engländer Roger Bannister. 50 Meter vor der Ziellinie gehen zwei Unbekannte in Führung. Der Amerikaner Robert McMillan und Joseph Bartel aus Luxemburg. Das Publikum tobt. Bartel hält die Führung. Die letzten 5 Meter gehen in die Geschichte ein. Joseph Bartel, Goldmedaille im 1500-Meter-Lauf. Welcome. Seoul 1988. Ein Koreaner trägt das olympische Feuer ins Stadion. Es gibt stehende Ovationen für den 76-jährigen Son Kae-chung, der nicht die erste Olympiade erlebt. 52 Jahre zuvor hatten ihn die japanischen Kolonialherrscher gezwungen, für sie bei den Spielen Hitlers zu laufen. Berlin 1936. Als Favorit wird ein Koreaner gehandelt, obwohl sein Heimatland an den Spielen nicht offiziell teilnimmt. Korea wird seit 1910 von Japan beherrscht. Son Kae-chung, ein glühender koreanischer Nationalist, ist gezwungen, unter dem japanischen Namen Kitae-son zu laufen. Der Argentinier Juan Carlos Zabata, als Sieger von Los Angeles erneut Favorit, liegt bei der Hälfte des Rennens in Führung. Der englische Läufer Ernest Harper läuft mit dem Koreaner. Beim 28. Kilometer überholt der Koreaner den Spitzenreiter Zabata. Der englische Läufer folgt dicht auf. Son Kae-chung ignoriert die japanischen Fans, die ihm zujubeln, er will nicht für sie laufen. Mit sicherem Vorsprung nähert er sich dem Stadion. Son überquert die Ziellinie nach 2 Stunden, 29 Minuten und 19 Sekunden. Der Engländer wird 2 Minuten später Zweiter, trotz einer schrecklichen Blase am Fuß. Auf Platz 3 ein weiterer Koreaner, Nam Seong-jung. Als Japans Nationalhymne erklingt, neigen die beiden Koreaner auf dem Podium aus Protest ihren Kopf. Aber die Reporter interessieren sich kaum für die Geste, wissen vielleicht gar nichts vom Schicksal des Siegers. Nicht